Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Regisseur zu werden? Tja, das ist schon eine Weile her. Also ich wollte vielleicht, ich glaube, ich wollte auch mal Schauspieler werden, aber das war nur kurz. Das ist in den 70ern gewesen. Aber da ich ein leidenschaftlicher Kinogänger war, und mir das hinter der Kamera, glaube ich oder glaubte ich, besser gefällt, Leuten zu sagen, wie es geht und es nicht selber mir sagen zu lassen, bin ich dann allmählich Regisseur geworden, habe studiert, in Moskau studiert, damals als DDR-Student, und das war eine große Auszeichnung und das war ein großes Privileg. Und letztlich war es aber die Liebe zum Film. Ich war seit meiner Kindheit eigentlich ein leidenschaftlicher Kinogänger, hatte wunderbare Lieblingskinos in Berlin, bin groß geworden, Ostkreuz. Da gab es herrliche Kinos. Und so ist, glaube ich, das allmählich entstanden. Aber was der Funke war, die Initialzündung, Regisseur zu werden, so genau kann ich es Ihnen nicht sagen. Als Regisseur hat man am Set meistens das Sagen. Gibt es da auch Nachteile? Natürlich, der Nachteil ist der Vorteil, sagte immer Johann Cruyff, oder der Vorteil ist der Nachteil. Der Vorteil ist natürlich, dass du es sagen hast, und der Nachteil ist, dass du die ganze Verantwortung hast. Und die Verantwortung für so ein großes Projekt, das ja auch ein sehr kompliziertes Projekt, eine komplizierte Geschichte vermittelt, das ist schon, liegt dann letztendlich in den Händen des Regisseurs. Denn der Autor hat seine Arbeit mehr oder minder getan, der Romanautor sowieso. Und letztlich liegt dann der Ball bei mir. Insofern ist das der Nachteil. Was ist das Schwerste gewesen, was Sie bisher als Regisseur bewältigen mussten? Das ist jedes Mal. Das ist zwar bestimmt keine neue Antwort, aber jeder Film ist kompliziert, wenn du ihn mit Freude und mit Leidenschaft machst. Und da denkst du, wenn du den Film gedreht hast, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Wenn du das schaffst, und das sage ich mir eigentlich bei jedem Film, nicht? Und ich kann auch sagen, bei dem Film war es besonders schwer, weil, und dann ist es bei dem nächsten Film auch wieder, dann hat er auch wieder einen Grund, dass es der komplizierteste ist. Hier war es natürlich auch etwas Besonderes, weil es gab einen sehr hoch dekorierten Roman, ein ausgezeichneter Roman mit dem Deutschen Buchpreis. Es war eine sehr komplizierte Geschichte, die in den letzten Tagen der DDR spielte. Sehr komplizierte Figuren, sehr differenzierte Figuren. Ein hervorragender Drehbuchautor. Und wenn du solche Leute hast, ist das der Vorteil. Aber der Druck, der dann auf dem Regisseur letztendlich lastet, ist groß. Denn ich muss dem und will dem natürlich auch gerecht werden, der Geschichte, den Leuten, aber auch den Zuschauern, die schon sehr genau gerade auf so ein differenziertes Thema gucken. Das muss dann der Regisseur letztendlich verantworten. Wie groß war das Filmteam bei In Zeiten des abnehmenden Lichts? Das kann ich hier nicht genau sagen. Also, das ist auch sehr unterschiedlich. Aber es waren immer so 30, 40 Leute plus diese sehr große Anzahl von Schauspielern. Und da kommen dann immer noch Zusatzmaskenbildner dazu, Zusatzgarderobieren, wenn du so ein großes Ensemble bewegen musst. Ja. Was hat sich bei den Drehs von früher zu heute geändert? Naja, ich sag mal so, technisch ist natürlich, hat sich da Gewaltiges getan. Es wird heute digital gedreht, also mit elektronisch gedreht, mit kleinen Kameras, mit Chips und nicht mehr mit Filmmaterial. Die Scheinwerfer, die Lichttechnik ist eine ganz andere geworden, was
viel schneller also, zu handeln ist, umzubauen ist. Die Endfertigung ist eine andere. Es gibt nicht mehr die Schneidetische wie früher. Das wird heute auch alles elektronisch gemacht. Das kann man ja zu Hause am Computer machen. Mit dem Handy kann heute schon gedreht werden. Aber der Zeitdruck ist natürlich immens geworden, weil es ist teurer geworden auch, weil die Preise sind hoch, Versicherungen, Mieten. Es ist vor allen Dingen aber für mich als Regisseur ist das größte Problem der Zeitdruck. Also ich muss in einer bestimmten Zeit, das musste ich früher auch, aber die Gesetze sind strenger geworden. Es ist auch richtig so, dass man nicht machen kann, was man will. Also die Organisation, meine eigene Organisation als Regisseur, ist komplizierter geworden. Also ich muss in einer bestimmten Zeit liefern. Ich habe weniger Spielraum, weniger Drehtage einfach und muss aber trotzdem mehr leisten, weil die Schnittfrequenz größer geworden ist. Früher gab es längere Einstellungen, die Filme waren auch ruhiger. Und das liegt einfach deshalb, dass heute mehr Einstellungen gedreht werden müssen. Ich weiß nicht, wie viele früher, da kann ich mich nicht dran erinnern, aber allein schon vor 10 Jahren waren die Filme, hatten eine kleinere Schlagfrequenz. Naja, aber das musst du ja trotzdem drehen, aber du hast nicht mehr Zeit zur Verfügung. Und das ist, also, und auch die Buchentwicklung ist heute bei den meisten Produktionen viel kürzer. Du musst also schneller, da kommt die Idee, zack, und die wollen dann möglichst schnell das Produkt, das kommt natürlich auch durch das Fernsehen. Und das wird immer schneller. Und für mich ist es interessant, dass ich dachte mal, wenn je älter ich werde, desto ruhiger wird. Das ist aber genau umgekehrt. Ja? Das Einzige, was mir da hilft, ist die Erfahrung, also mit mich selbst zu organisieren. Also Arbeitsorganisation spielt für mich eine sehr große Rolle. Haben Sie Tipps für junge Filmemacher? Ein junger Filmemacher, was soll ich sagen, durchhalten, versuchen sich nicht zu beirren zu lassen, ja? Und nicht aufzugeben, weil ich viele junge Leute auch als Praktikanten hatte, junge Studenten auch, und die bald aufgegeben haben. Vielleicht, weil es ihnen zu stressig war, vielleicht, weil sie doch andere Vorstellungen hatten. Ich glaube, durchhalten, um es mal in ein Wort zu sagen. Weitermachen, nicht liegen bleiben, aufstehen und weitermachen. Dann bedanke ich mich für das Interview und auch für Ihre Geduld. Sehr gerne. Danke. Alles Gute.